Leute, Servus und willkommen an diesem Samstag. Gestern kam ja wieder Vlog. Da habe ich ja ein bisschen über Streuwalzen geredet und nochmal angefangen. Und später zeige ich euch was. Die einen oder anderen haben es schon gesehen in der WhatsApp-Gruppe. Entweder in der CLG-Army-WhatsApp-Gruppe oder in der Krame-Uber-WhatsApp-Gruppe, also meine. Ja, oder Instagram und Facebook. Die erste Streuwalze ist fertig. Die habe ich vollendet gestern. Ja, fehlen noch zwei. Jetzt ist erst einmal Samstag. Ich bin wieder dabei, Stall auszumisten. Deswegen bin ich auch gut verschwitzt. Es ist aber das saumäßig warm. Wir haben jetzt aktuell 26,5 Grad. Für heute haben sie bis zu 32 Grad gemeldet. Ja, deswegen mache ich das jetzt, bevor es richtig warm wird. Ich stehe hinten am Pferdestall und misst gerade aus und die erste Lore ist jetzt voll. Ja gut, wir könnten natürlich noch ein wenig shoppen, aber bevor ich die Hälfte hinterwärts verliere, weiß drauf, fahre ich so hinter. Das ist jetzt die unterste Schicht, also unten drin liegt das ganze lose Stroh, was ich gestern eingeschmissen habe, und oben drauf, das ist diese Festmistplatte, die ich jetzt gehabt habe. Ja, ich bin jetzt nicht dazugekommen zum Ausmisten, habe immer bloß schön dick drauf gestreut. Hat aber einen Vorteil, der Mist ist, sag mal, relativ trocken. Ja, relativ ist natürlich relativ, aber relativ trocken und ich habe endlich einmal ein wenig Strohanteil drin. Also man sieht schon jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Stroh drin. Lässt sich auch wieder schön rausgabeln. Ja, ein Ballen pro Tag, dann läuft das. Gut, die Lore ist voll, die fahren wir jetzt auf jeden Fall weg. Und ja, der Bulldog, der davor hängt, ist natürlich der KL300. Der KA15, der hängt immer noch am Pflug. Ja, Schleppertreffen, das hat sich ja übrig gehabt. Den Pflug habe ich aber auch noch nicht abgebaut. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich meine, ich habe ja noch einen Bulldog, beziehungsweise hier den Allgäuer ja noch und den IHC Zenud auch noch. Also ist ja nicht so, ich kann mir ja einen raussuchen. Und dann läuft das. Ja, das fahren wir auf alle Fälle fort. Mal gucken, ob der Reili wieder mitgeht. Ja, Reili. Ja. Der ist jetzt, seit der Leon nicht mehr da ist, doch immer so ein bisschen am Trauern, das merkst du nicht schon an. Also jetzt springt er zwar ein bisschen rum, solange mir beinahe ist, aber wenn er allein ist, das merkst du einfach deutlich an. Ich suche den Leo, der hat es irgendwie gar nicht verstanden. Ja, wir suchen auf jeden Fall für ihn wieder einen passenden Kameraden. Wir haben eventuell auch schon was gefunden aus dieser Organisation, wo auch er war. Schauen wir mal. Auf jeden Fall keinen Bernhardiner mehr. Ist ein schöner Hund und alles, aber die sind für unsere Breiten gerade einfach, gerade mit dem dicken Fell, was er gehabt hat, das ist halt nichts. Und blöd ist, du kannst da schlecht in die Wohnung mitnehmen, was so einen großen Hund. Wir haben ja gesagt, nochmal was in seiner Größe oder in etwa, sei größer oder vielleicht ein bisschen größer. Naja, mal schauen, was sich ergibt, das werdet ihr ja erfahren. Bloß für ihn ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, weil jetzt ist zwar die Schwester gerade, die hat Urlaub und ja, der Vater hat Urlaub, die sind daheim, dann kann er den ganzen Tag mit laufen, aber spätestens, wenn es dann wieder dran geht, das kann er durch, dann hängt er doch ziemlich rum. Und so hätte er halt noch jemanden, mit dem er ein wenig spülen könnte. Meine Güte, ist das so warm heute? Brr, echt jetzt? Ja. Schauen wir mal. Das werdet ihr ja dann früher oder später sehen. Bloß dann sollte er wieder einen Kumpel dazu kriegen. Bloß nichts Großes mehr. Auch was Kleines, was dann mit ins Haus kann, in die Wohnung kann. Für draußen, das wollen wir nicht mehr. Das haben wir gesagt. Schluss. Machen wir nicht mehr. Der Hund muss raus, der Hund muss draußen bleiben können. Sonst gibt es keinen mehr. Schauen wir mal. Gut, verfahren wir jetzt mal den Mist. Sonst wird es nämlich heute nichts. Ich will nämlich heute nach Möglichkeit die anderen zwei Streuwalzen auch noch anfangen. Zumindest die Rohre durch drin. Aber das seht ihr dann alles später.
Ja, in einem der letzten Videos bin ich gefragt worden, wie eigentlich der Anhänger hinten dran heißt, den ich jetzt am Kramer hängen habe. Ja, das ist ein Eigenbau, den hat der Großvater irgendwann einmal gebaut. Das ist eine alte O&K-Lore, Feldbahnlore. Ja, und die heißt bei uns entweder Lore oder, ja, ganz simpel gesagt, Rollwagen. Rollwagen, Rollwagen. Ja, weil er halt Räder dran hat und hinterher rollt. Blöd gesagt, ja, ist halt so. Das ist das ganze Ding. Wie gesagt, das ist eine alte Feldbahnlore. Da hat der Großvater die Eisenräder, die vorher dran waren, für die Schiene abgeflext. Die wurden die quer drunter. Und hat einfach eine Axt drunter. Außen zwei Räder draufgesetzt. Ein Deichsel noch. Der Knick da, der war ursprünglich nicht. Den hat er mal ein Nachbar neu gemacht mit seiner Hydraulik. Der hat sie sich ausgeliehen und ja, wenn der Bulldog halt die Hydraulik aushebt, ne? Passiert. Ja, wenn ein Stützfuß oder noch gemacht. Ganz einfach gebaut. Den kannst du, ursprünglich war das ja beidseitig von der Bauform so abgerundet. Sieht man ja hier noch. Der Großvater hat dann auf der Seite nur ein paar Blech nachgespaßt. Dass er auf der Seite ein wenig schwerer war, dass du ein wenig mehr Mist da hinten drauf bringst. Und wenn sie beladen ist, dass sie dann, ja, macht sie jetzt gerade automatisch, weil sie eh schwerer ist, dass sie dann da hinten anliegt. Dann ziehst du bloß noch den Hebel da hüben und dann kippt sie automatisch rückwärts. Ja, der erste landwirtschaftliche Kipper auf unserem Hof. Noch völlig ohne Hydraulik. Also quasi an jeden Schlepper zu betreiben. Ein Landsglühkopf ohne Hydraulikanschlüsse oder sonst was. Hat genauso wenige Probleme damit wie der KL 300, der zwar nur ihren Baujahres ist, mit 62, weil da keinen Kipperanschluss hat. Gut, ich brauche ihn nicht. Dann brauche ich jetzt einen Zusatztank. Ich habe eine Bekannte, die hat einen, aber das gefällt mir nicht mit einem Zusatztank. Weil der sitzt ja dann da, wo der Werkzeugkasten ist, nimmt einen Haufen Platz weg, Werkzeugkasten müsst runter. Und für den Kipper habe ich den großen IHC. Von daher, der Hänger hier, der tut es vollkommen. Der ist simpel und einfach gebaut. 1,5 bis 2 Tonnen Zuladung, je nachdem, was man für Material hat. Überhaupt kein Thema. Ja, und tut Jahr für Jahr, seit Jahrzehnten seinen Dienst, rennt hinterher. Was Besseres gibt es gar nicht. Gut, jetzt machen wir mal weiter mit Ausmisten. Und dann sehen wir uns wieder. So, der Pferdestall ist wieder komplett sauber. Wasser habe ich auch aufgefüllt. Und wer sich fragt, warum habe ich jetzt so nasse Haare hier? Ja, beim Wasser auffüllen, wenn man schon einen Schlauch da hat und es ist so warm. Schnell mal ein wenig abgefleit, dann ist der Schweiß gleich wieder ein wenig weg. Ja, ist doch mittlerweile schon wieder recht warm. Ist auf alle Fälle sauber. Das ist jetzt die zweite Lore, die da hinten dran hängt. Die verfahre ich noch. Und nachdem das schon wieder so warm ist, ja, Schweine- und Hühnerstall habe ich letzte Woche sauber gemacht. Also warte ich da wieder eine Woche damit, mache nächsten Freitag. Also jetzt haben wir ja Samstag. Ich habe gestern, wie gesagt, Streuwalzen gebaut. Die Schweine und Hühner machen wir dann nächste Woche. Und nächste Woche, mal sehen, kommt vielleicht noch eine andere Aktion unten auf dem Feld. Ja, wir haben jetzt überlegt, was wir machen. Scheibenegge ist nicht herzukriegen. Kultivator ist meinem Vater zu riskant. Will er nicht. Wir nehmen trotzdem den Grubber. Es ist zwar nicht so schön mit dem Grubber, aber besser wie mit dem Kultivator. Da ziehen wir wenigstens nicht so viel Strom mit uns rum. Und dann wird da unten noch einmal drüber gegrubbert. Ja, und dann wird er ein bisschen liegen lassen. Und dann schauen wir mal. Also ich glaube Raps oder was hat er jetzt gesagt, machen wir drauf. So Winterraps. Müssen wir mal sehen. Also im Wind ist jetzt aber doch schon ein wenig frisch. Da wird es ja fast ein wenig kalt. Ja, immer am Jammern. Ne, müssen wir mal gucken. Also nächste Woche wahrscheinlich mit dem Grubber. Ich weiß, dass der Grubber, wie gesagt, nicht optimal ist eigentlich. Noch schöner wäre es natürlich, die ganze Fläche noch ein zweites Mal etwas tiefer zu schälen. Aber das können wir natürlich auch vergessen. Ja. Mal gucken, also die Distelnester, die jetzt da noch waren, wo ich gesehen habe, die habe ich mit der Handhacke ein bisschen klein gemacht. Die Disteln einfach oben geköpft. Quasi dasselbe wie mit den Schälen, bloß händisch. Dass so die größten Dinger weg sind. Die restliche Fläche war ja alles geschält. Und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, eventuell dann mit dem IHC mal grubbern. Ja, ob es funktioniert oder nicht, werde ich sehen. Scheibenegge, wie gesagt, wäre nicht schlecht, aber die kriege ich nicht her. Deswegen machen wir es jetzt einmal so.
Und danach soll dann ja, wie gesagt, gesät werden. Erst einmal eine Winterbegrünung, die dann als Gründünger dienen soll, zum Stickstoff, Luftstickstoff binden. Ja, und mein Mist, den ich jetzt habe, der soll dann erst einmal auf die Wiesen und gegebenenfalls mal schauen, wenn ich den Streuer so schnell fertig kriege, vielleicht noch was zu der Saat mit rein. Das wird Herbst, das Laubfeld. Ja, wird sich zeigen. Müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir auf alle Fälle mal den Mist. Fahren den weg. Dann werden wir Miststreuer ein wenig weiter schrauben. Und dann sehen wir weiter. So Leute, Samstagabend, jetzt ist es mittlerweile 10:45. Gleich 10:45. Ja, jetzt wird es langsam Zeit fürs Bett. Oh, ich bin fertig für heute. Ja, wollte ich euch ja heute noch zeigen. Habe ich ja gesagt. Ich habe ja hier unten in der Halle was gebaut. Und tja, ich habe noch ein bisschen weiter gebaut. Und ich habe es nicht aufgenommen, weil sich beschwert worden ist. Sowas gehört nicht in einen Farmvlog. Leck mich am Arsch. Ist so. Ja, ich habe eine zweite Streuwalze noch hergestellt. So schauen die jetzt aus. Ja, Schweißnähte brauchen wir nicht drüber reden. Von Perfektion weit entfernt. Könnte besser sein. Ich bin nicht der beste Schweißer. Das gebe ich ja zu. Teilweise hier dann. Naja, müssen wir nicht drüber reden, ne? Schauen sie mal zwischenzeitlich, schauen sie mal besser aus und dann sind wir solche dabei. Naja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin kein gelernter Schweißer und ich habe das Schweißen
mehr oder minder ja, mal gezeigt gekriegt und dann mach mal. Was erwartet man? Klar, wenn es dick genug und viel hintereinander schweißt, dann wird es irgendwann besser. Müsste man jetzt meinen, hier wird es besser, aber leider nicht. Aber immerhin, es hält, es ist massiv. Ich kann mich hier draufstellen, wenn ich möchte. Dafür biegt sich nichts, das hält, das sitzt bombenfest. Die hier habe ich gestern gebaut, das ist die erste gewesen. Und das ist die zweite. Ja, es fehlt noch eine Streuwalze. Dann werden sie ein bisschen grob gereinigt. Dann kommt Grundierung drauf und dann mal gucken, entweder ich mache Farbe drauf oder ich mache sie nur Rostschutzrot. Also Rostschutzgrundrot. Müssen wir mal sehen. Tja, ich wollte die letzte eigentlich auch noch zusammenbrutzeln. Aber A, es ist schon zu spät und B, bei der letzten habe ich ein Problem. Die habe ich vorhin aus dem Mischstreuer ausgebaut. Die habe ich mir geholt. Auseinandergeschnitten. Und tja, ein unschönes Ding entdeckt. Das ist dieser Vierkant hier unten. Da sitzt der drin. Ja, da tut man hier einen Neigflex, das ist nicht schlimm. Aber das Blech hier, falls die Kamera das scharf stellt, ist schon sehr, sehr, sehr dünn. Da ist fast nichts mehr da. Das hat ursprünglich mal 4 mm gehabt, bei den anderen sind die 4 mm auch noch. Aber hier, gerade da ist es ziemlich, ziemlich dünn. Und nein, das kommt nicht vom Abschleifen. Ich habe den vorhin unten geholt aus dem Miststreuer und da war dieses Blech hier drüben, man sieht diese Kante hier, da war die Seite vom Blech hier so richtig hochgebuggelt. Ja, saumäßig dünn das Ding. Ich meine, was erwartet man? Der Miststreuer ist, glaube ich, Baujahr 67. Der ist nicht neu und ja, der Zahn der Zeit, der nagt da natürlich dran. Muss ich auf die Seite auf jeden Fall ein neues Blech einschweißen, hilft alles nichts. Tja, blöd gelaufen würde ich sagen. Dumm. Und was mir hier auch aufgefallen ist, das kann ich aber noch verschmerzen, weil das Rohr sowieso dann hier mit nachgeschraubt wird. Wenn man sich hier die Kante anguckt vom Rohr, das ist ja 4 mm auch. Hier passt es noch, aber hier ist schon auch sehr dünn. Aber das ist kein Problem. Da kann ich zur Not noch ein bisschen Material wegnehmen und schweiß das Rohr dann hier drauf, wo der starke Vierkant ist. Dann habe ich auf jeden Fall genug Material drunter, dann passiert da nichts. Tja, musste ja noch was dazwischen kommen. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn einfach alles durchgeklappt hätte. Die ersten zwei hat wunderbar funktioniert, war kein großer Akt. Die letzte zurechtgeschliffen und alles und dann haben wir so gedacht, nee, das gefällt mir nicht. Mit dem Blech unten dran, ich bin schon am überlegen, ob ich den Vierkant komplett aus dem Rohr rausfriemel und ins Rohr einschmeiße. Ich habe ja noch genug Rohr da liegen. Also es war ja ursprünglich geplant, dass der Vierkant neu reinkommt. Ist natürlich ein mordsmäßiger Aufwand. Ist nicht so einfach, weil der ist, wie gesagt, gescheit reingebrutzelt. Hier oben ist er mit Sicherheit festgerostet. Und von der Unterseite, ja, die haben den damals sauber hier verbraten. Und haben den dann entweder auf eine Drehbank oder was noch einmal ein bisschen rausgedreht. Er ist sehr sauber verschweißt eigentlich, gibt es gar nichts. Bloß das kriege ich mit Sicherheit nicht hin. Wenn ich den jetzt hier rausschneide, ich kriege den mit Sicherheit nicht mehr so schön verbrutzelt. Kann auch sein, was ich schon vermute, dass das gar kein so richtiger Vierkant war, sondern dass das hier sogar abgerundet war, dass der halt ideal in der Mitte sitzt. So, und das Ding jetzt hier dann rausschneiden. Naja, es hat einen Grund, warum ich die anderen so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe und den Vierkant einfach an dem alten Rohrstummel gelassen habe. Genug Material war da. Ich werde es auch hier wieder so machen und werde das Material übernehmen und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, zwei sind schon mal fertig. Das ist schon mal, ja, zwei Drittel. Ist doch ganz gut. Und die letzte kriegen wir auch noch hin. Ja, und dann kann das große Miststreuen beginnen. Dann bin ich mal gespannt, wie das ganze Ding läuft und ob alles funktioniert.
Ich meine, massiv gebaut ist es ja jetzt wieder und theoretisch Materialsteige und. Der sollte die nächsten, naja, ich sage mal 20 Jahre auf jeden Fall, würde mich streuen ohne Probleme. Was die Streuwalzen angeht, die müssten normalerweise auch wieder 40, 50 Jahre halten. Weil ich sehe, ich meine, gut, wenn da mal Stein oder was reinkommt, was nicht passiert normal, oder Holzbohlen, deswegen waren die ursprünglich auch verbogen. Der Miststreuer ist angeschafft worden, da haben wir oben bei der Garage, wo die Wassergrube ist, das war früher die Güllegrube, da war oben drauf die Mistplatten. Ja, und da waren halt immer Holzbohlen außenrum und da ist ab und an nochmal passiert, dass so Holzbohle dann beim Einbaggern mit reingekommen ist, ist rausgebrochen, aus dem Mist gelandet und beim, da haben wir damals so einen Atlas-Bauernlade gehabt, beziehungsweise Krüger-Bauernlade war das sogar. Und ist aufgeladen worden und dann war halt einmal Bohlen dabei und naja. Dann haben die Streuwalzen halt ausgeschaut, wie sie ausgeschaut haben. Verbuckelt, verbeult, kaputt. Ja, sollte ja eigentlich nicht mehr passieren. Ich meine, es kann aber passieren, dass ein Stein oder was dabei ist. Da steckst du nie drin. Zwar im Mist normalerweise nicht, aber passieren kann ja allerlei. Aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen müsste der eigentlich wieder problemlos laufen. Was immer sein kann, ein Ast oder was das mit drin ist. Aber das sollte jetzt die Streuwalzen eigentlich auch herzlich wenig jucken. Ich habe vorhin noch mal drauf eingeprügelt gehabt, weil die eine ein wenig schief war, weil ich gedacht habe, ich krieg sie noch gerade gerichtet. Habe ich mit dem starken Knüppel hier gemacht. Ja, das Endresultat sieht man hier. Das ist schon ein massiver, schwerer Knüppel. Aber du haust eher Löcher in das Ding rein, als dass sich da was verbiegt. Ich meine, das ist jetzt massiv, das hält. Und ja, meine Schweißnähte sind wie gesagt nicht optimal, aber die werden halten. Das ist das Wichtigste. Ja, und noch einmal, um auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe. Das ist schon wieder beschwert worden. Ich stelle mich hier unten in die Halle, ich flex hier rum und das hätte ich einem Zeitraffer machen können und das gehört überhaupt nicht in einen Farmflug. Leute, wer so denkt, schaltet ab. Deabonniert mich, geht, macht was der wollt, ist mir scheißegal. Sage ich jetzt nochmal, wie es ist. Ich soll mich ja eigentlich nicht mehr drüber aufregen, haben wir schon einige gesagt, aber es ist so. Wenn ihr ein Problem damit habt, dass in der Landwirtschaft auch einmal was zusammengerichtet wird, was kaputt ist, wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich nicht den ganzen Tag mit dem Bulldog durch die Gegend eier, wenn ihr ein Problem habt, dass jetzt kein Mähdrescher mehr fährt oder nicht gegrubbert oder geackert oder sonst was wird, wir sind nicht im LS. Wir sind in der realistischen Landwirtschaft. Das ist Landwirtschaft, so funktioniert die. Und in der Landwirtschaft werden kaputte Dinge repariert. Ich kaufe mir nicht nur, weil jetzt da was kaputt ist, ein neuer Miststreuer. Habe ich erst darüber nachgedacht, mache ich aber nicht. Schluss. Und wer sich darüber aufregt, bitte, geht. Macht, was ihr wollt, ist mir egal. Und an dieser Stelle sage ich jetzt ist Schluss. Ich mache für heute Samstag Feierabend. Jeder, der das jetzt gesehen hat und meint, dass Landwirtschaft anders funktioniert und nicht so wie ich es mache, tschüss. So, und ich sage jetzt erst einmal gute Nacht. Tja, und mit diesen letzten Worten vom Samstag sage ich jetzt eine schöne Woche und man hört sich wieder. Zur Miststreuwalze, ein Blech habe ich jetzt unten liegen, das habe ich schon angezeichnet, vielleicht hat es da vor dem Plasmaschneider schon rausgeschnitten. Mal gucken, weil ich bin heute nicht dazugekommen. Ja, vielleicht gehe ich dann heute noch runter und schmeiße das gerade zusammen. Dann gibt es noch ein kleines Problem bei mir. Mein Computer hat sich jetzt auch verabschiedet, der spinnt. Scheinbar die Grafikkarte im Arsch. Ja, manchmal, da schaltet einfach der Bildschirm ab. Instant beinahe, friert ein, geht nicht mehr. Mein Bruder hat schon geschaut, das Netzteil ist es nicht. Treiber sind es auch nicht. Grafikkarte im Eimer. Sehr fix. Ja, wieder mal ein bisschen kostspieliger. Wir haben gesagt, wenn wir es jetzt machen, ein paar USB-Büchsen, Buchsen müssen auch neu gemacht werden. Einmal richtig und dann läuft die Schüssel hoffentlich wieder. Mal gucken. Also so grob überschlagen, schätze ich einmal wieder 400 Euro in die Kiste reinstecken. Blöder Hobel, aber ohne den ist nichts mehr Video. Hilft alles nichts. Müssen wir machen. Tja. Ist halt ein bisschen doof. Ist halt wieder mal ein bisschen kostspielig die ganze Sache.
neue Grafikkarte. Jetzt im Moment läuft er. Wenn er ein bisschen mehr gefordert wird, gerade beim Rendern, kann es passieren, dass er einfach rausfliegt. Hat er mir schon zweimal gemacht. Ich hoffe mal, dass das mit dem Video jetzt klappt. Tja. So ist das halt. Neue Grafikkarte, ein paar USB-Buchsen und ein oder anderes Kleinteil innen noch und dann wird die Schüssel wieder laufen. Ja, und dass ich am Samstag so grantig war, das musste einfach auch mal raus. Also über sowas ärgere ich mich einfach. Tut mir leid, wenn es so ist, aber wie gesagt, Landwirtschaft ist nun mal mehr als nur Bulldogfahren oder Treckerfahren oder Traktorfahren oder Schlepperfahren, wie ihr es bei euch nennen wollt. Besteht nun mal aus mehr und wer damit nicht leben kann. Tut mir leid, kann ich nicht ändern. Ich wünsche jetzt auf alle Fälle eine schöne Woche. Und ja, man hört sich dann theoretisch am Freitag wieder, wenn der Hobel da durchhält. Wenn er nicht durchhält, dann werdet ihr das auch erfahren. Servus!